Tali, ein 0:0 bei Hansa Rostock. Wie blickst du jetzt ein paar Tage danach auf das Spiel zurück? Ja, ich glaube, dass es insgesamt eine gerechte Punkteteilung war, auch wenn wir, würde ich schon sagen, insgesamt leicht überlegen waren. Aber wenn man die ganzen 90 Minuten zieht, dann war es eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben dann am Ende alles versucht, wir wollten natürlich gewinnen, aber haben es dann irgendwie nicht geschafft, halt so die klaren Torschancen rauszuspielen. Wir waren aber in der zweiten Halbzeit deutlich mehr am Drücker. Deswegen, wenn es einen Sieger hätte geben müssen, glaube ich, hätten wir den Sieg verdient gehabt. Aber am Ende waren wir einfach dann von den Chancen her einfach nicht zwingend genug. Was hat gefehlt, um im letzten Drittel noch torgefährlicher zu sein? Ja, gute Frage. Eigentlich so halt die Lösungen dann, wie wir da den tiefstehenden Gegner irgendwie noch besser hätten bespielen können, um dann noch klarer hinter die Kette zu kommen und in die gefährlichen Räume. Das hat uns halt einfach ein bisschen gefehlt und das versuchen wir natürlich jetzt gegen Sandhausen besser zu machen. Du sprichst das Spiel an. Trotz allem ist die Auswärtsbilanz weiterhin gut, aber am Wochenende steht ein Heimspiel an. Was stimmt dich positiv, dass das letzte Heimspiel gegen Sandhausen gewonnen werden kann? Ja, zum einen, dass wir jetzt gegen Hannover schon gezeigt haben, dass wir Heimspiele auch können. Und ich glaube, wir sind jetzt auch seit 5 Spielen ungeschlagen und wir sind einfach auch gut drauf. Und auch wenn Sandhausen wirklich ein schwerer, unangenehmer Gegner ist, glaube ich, wollen wir jetzt nochmal alles reinhauen, dass wir auch das letzte Heimspiel nochmal erfolgreich gestalten können. Danke dir und ich drücke die Daumen für 3 Punkte im letzten Heimspiel. Dankeschön.